Moin, sehr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3 in der Enhanced Edition. Im letzten Part haben wir so also ein paar Wölfe gejagt, beziehungsweise die wollten uns jagen, aber wir haben sie dann fertig gemacht. Und der letzte verbliebene Wolf merkt gerade, dass seine ganzen Freunde tot sind. Oh. Komm, ich lass dich nicht alleine hier zurück. Komm, Rando. Lass mich dich streicheln. Oh mein Gott, der greift uns an. Ey, der hat irgendwie mehr ausgehalten als die anderen. Sehr merkwürdig. Okay. Ja, wir sind gerade momentan ein bisschen auf dem Weg nach Tredis, da kamen wir zwar her, aber wir gehen mal hier den äußeren Rand entlang. Hier sind wir nämlich noch nicht lang spaziert, auf der Suche nach Kronstöckel und weiteren Höhlen oder sonst irgendwelchen Gedönses. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ach, wo wir von Höhlen sprechen, da ist auch schon eine. Heupflanze. Wir sollten vielleicht doch mal irgendwann demnächst Alchemie gucken, wie weit wir sind, ob wir inzwischen schon Tränke machen können, weil... Ich habe so viele Heilpflanzen dabei, ich will gar nicht wissen, wie viele Heiltränke wir inzwischen brauchen können. Das müssen ja Tausende sein. Okay, so, Höhlen sind immer gefährlich. Da wollen wir vorher dann doch nochmal kurz zwischenspeichern. Sicher ist sicher. Oder gucken wir doch einfach mal, was hier drinnen los ist. Wahrscheinlich Banditen oder nichts. Oder auch nichts, einfach nur ein paar Fleischschwanzen. Wer kennt's nicht? Oh, Kero ist wieder am... Bist du ein bisschen am Durchdrehen, Kero? Oh ja. Also nicht wundern, wenn ihr seltsame, leicht gequälte Geräusche hört. Er wird langsam, er ist schon sehr alt. Man muss sagen, Kero ist inzwischen echt ein alter Mann geworden, muss man sagen. Geht hart auf die Zehen zu. Und er wird mit dem Alter ein bisschen komisch, muss man sagen. Also er dreht so ein bisschen durch, würde ich behaupten. Ja doch, so ein wenig. Weiß auch nicht, was da los ist. Aber es hilft. Man ignoriert ihn einfach ein bisschen und dann wird er wieder normal und schmust sich wieder an. Katzen halt, ne? Die sind halt einfach, die sind halt Katzen. So, machen wir mal auf das Ding hier. Boinks. Jo, nehmen wir alle mit. Mal wieder Drogen dabei. Natürlich. Natürlich. Ich war jetzt etwas erstaunt, tatsächlich, dass hier jetzt gar nichts Gegnermäßiges so. Nix. Okay. Warte, jetzt sammeln wir noch ein bisschen Nagelkeule mal eben. Warum auch nicht? Eben die ganzen Fleischschwanzen looten. Haben wir gemacht. Gut, dann, ihr kennt mich ja. Ich sammle auch die Pilze ein, ne? Warum auch nicht? Man soll ja nichts zurücklassen, wenn man schon mal dabei ist, ne? Wenn man schon mal dabei ist. Hier ist auch mal Matt. So, mal gucken, was in der Kiste drin ist. Dietrich verbraucht. Oh, ein Anhänger. Amulett des Eisschutzes und Nebel. Okay, und ein bisschen Geld. Geld können wir immer gebrauchen. Wir sind ja doch chronisch arm irgendwie. Das ist halt einfach so. Gut, hier drin brennt schön ein Feuer, das heißt, da brauchen wir uns nicht so weit drum kümmern. Da ist noch mehr Fisch. Irgendwie muss es ja mal eine Fischerhöhle gewesen sein, wenn ihr... Ich will gar nicht wissen, wie dieser Fisch riecht. Weil dieses Skelett sieht schon sehr tot aus. Und dieser Fisch liegt wahrscheinlich schon genauso lang hier rum, deswegen bin ich etwas verwirrt. Aber ist okay. Wir werden den gleich ordentlich durchbraten und dann wird das gut werden. Ausdauertrank, hier nimmt man Aal mit. So, Zauberwurzel, noch mehr Zauberwurzel. Krötenwurz, Krötenwurz, noch mehr Krötenwurz. So. Okay. Chillen wir uns kurz ans Lagerfeuer. Braten das alles ordentlich durch. Jo, und Fleischwanzen-Ragout. Haben unsere Fleischvorräte mal wieder ein bisschen aufgestockt und weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt erforschen wir mal dieses Häuschen da noch, wo wir gerade die ganzen Wölfe weggehauen haben. Da sind auch noch ein paar, wie heißen sie denn? Mirelurks, die werden wir auch eben noch entfernen, damit man auch wieder, das ist ja hier, das ist ja ein Baggerteilchen, ne? Das ist ja ganz eindeutig ein Baggersee. Und damit die Kiddies hier auch wieder entspannt schwimmen gehen können, eben noch die Mirelurks entsorgen. Das klingt aber auch falsch. Beseitigen. Die Population etwas reduzieren. Das klingt netter. Lurker. Ja, ich muss jetzt an dieser Stelle noch eben ein Shoutout raushauen an alle Modder da draußen. Ich wünsche mir, dass irgendjemand, der zu viel Zeit hat, netterweise für mich dieses Kampfsystem hier, ruhig mit seinen Rückwärts-Bergaufgleitkünsten, ist mir egal, so 1:1 in Elex reinmoddet und das Elex-Kampfsystem dann damit ersetzt. Ich glaube, dann werde ich glücklich. Dann wird alles gut. Kann das mal jemand für mich machen? Bitte. Ah ja. Gut, wir gehen mal einfach weiter. Einfach mal entspannt weiter. Ich sehe es, ich sehe und höre es.
Hallo, Comrado, da? Wie geil die da? Immer die rechte Maus aus dem Spam. Da läuft. Der nächste Meyer-Lurk. Komm her. Ja, nicht hängen bleiben da. Genau so soll's sein. Rababa. Wir haben immer noch keinen Kronstöcke gefunden und es regnet, obwohl es nicht regnet. Ist auch so geil, wie der Regensound manchmal einfach ausfällt. Der kennt es nicht. Da jetzt. Ist halt so, ne? Mein Gott. Kann man damit leben. Wenn das alles ist, muss ich ja echt sagen. Bis jetzt läuft's ja solide. Bis halt auf die Engine-Huckler. Aber. Oh, Scheiße. Auch da kann ich mit leben. Oh, wo kommt ihr denn her? Oh, shit! Shit! Oh, das war Ninja-Reflexe, will ich mal sagen. Das waren Ninja-Reflexe. Also, ich will nichts anderes hören. Das waren eindeutig Ninja-Reflexe. Der war schon dabei, seinen Stachel in unsere Brust zu hauen. Ja. Das war richtig knapp. Also, vergiftet werden ist immer richtig scheiße. Das sollte man möglichst vermeiden. Okay, weiter geht's. Ich habe da gerade noch eine gesehen irgendwo. Da saß noch eine rum. Vielleicht irre ich mich auch. Offensichtlich irre ich mich. Ich war der Meinung, da wäre noch so eine... Egal. Gut, gehen wir mal eben hier noch hoch. Da ist noch ein Kistchen. Oh, und eine rostige Streitaxt. Ja, kennt man ja. Man läuft so nichts an durchs Gras und plötzlich liegt da eine rostige Streitaxt rum. Neben so einem Skelett natürlich, ist klar. Ist klar. Hier muss man jemanden aufräumen oder die Leute wenigstens verbuddeln, weißt du? Das ist doch nicht höflich. Du. So, wo sind wir denn nu? Nähern wir uns schon Trelis? Das kommt mir so vor, als wären wir da mal auf der anderen Seite lang gelatscht, als wir nach Trelis hin wollten. Es dürfte die andere Seite sein, deswegen müssten wir eigentlich gleich den Bauernhof wiedersehen, den wir schon kennen. Wenn mein Orientierungssinn halt nicht komplett kacke ist. Da oben ist wieder irgendwas Höhlenartiges. Ich höre ganz viele Wölfe, ich sehe sie aber nicht. Ah, there we go. Okay, kümmern wir uns erst um die Wölfe, dann gucken wir mal in dieses höhlenartige Ding rein. Ei, Scheiße! Was ist denn hier los? Okay, let's go. Also wir versuchen mal unser Glück. Ich habe gespeichert, es kann eigentlich nur entweder super schlimm werden oder ein bisschen schlimm. Okay, es wird super schlimm. Ja, was soll man denn noch machen? Ich kann gar nicht so doll die rechte Maustaste spammen, wie ich es müsste, um diesem Rudel Einhalt zu gebieten. Vom einen letzter noch. Den schaffen wir ja wohl noch. Warte, ich muss zwischenspeichern. Das war doch zu erfolgreich. So, er wird gleich einen Anlaufangriff starten. Ich werde einfach... Oh, Kacke! Sag ich und fress jetzt was. Nein, 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 nein. Oh. Okay, hat geklappt. Scheiße. Das war sehr aufregend. Ich sag auch noch, der wird gleich einen Anlaufangriff starten. Erstmal was in die Figur einatmen, fang an was zu essen, zack, rennt das Biest auf mich los. Wie dumm war das denn auch von mir? Ich hätte das vielleicht mal noch abwarten sollen. Egal, es hat ja geklappt. Wir haben ein ganzes Rudel Wölfe gerade ausgerottet. Das klingt auch so böse. Ausgelöscht. Wir haben die Welt wieder ein Stück sicherer gemacht. Denn ihr seht ja die Wolfspopulation. Hallo, da sind ganze Rudel, die hier in Herden durch die Gegend galoppieren. Das ist nie normal. Ne? Da mussten wir gerade mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Außerdem geht es den Wölfen offensichtlich nicht gut. Sie gleiten rückwärts Berge hoch. Das kann auch nicht gesund sein. Da muss man eingreifen. Das ist unsere Pflicht. Was ist hier los? Kack, WhatsApp. Hab vergessen, den Ton auszumachen. Es tut mir leid. Oh! Engine, dreht doch wieder nicht durch hier. Also, Kiste gefunden. Steht ein bisschen arg schief, ne? Also, da hoffst du auch, dass kein Pudding oder sowas drin ist. Nächste Kiste. Jo, nehmen wir auch mit. Düdelü, das da vorne ist doch der Bauernhof. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das unser Bauernhof ist. Mit der Höhle unten drin. Ich glaub schon. Trelis? Und das ist den Bauernhof. Das ist den Bauernhof, Mann. Da ist er. Wir gehen da kurz hin zum Pennen, damit der Regen aufhört. Oh mein Gott. Und dann gehen wir wieder in die andere Richtung. Ich wollte nur einmal den Weg eben hier lang gehen. Einfach um zu gucken, was hier so ist. Wir haben ja auch einiges an Kisten gefunden und so.
Hat sich ja durchaus gelohnt. Gelöhnt hat sich das. Und was ist er hier für einer? Ach, das ist ein Hirsch. Ich dachte, das wäre ein NPC, der da irgendwie gerade am Buddeln oder sowas ist. So, mal gucken. Der wird ja da oben ein Bett haben, dass ich mir mal eben ausleihen kann, oder nicht? Der muss ja eigentlich. What the fuck? Sitzt du denn hier so entspannt rum? Boing. Da ist auch mal Schluss jetzt mit, ne? Also es scheinen die Gegner wirklich so ein bisschen wenigstens zu respawnen. Nicht so komplett. Aber damit die Welt nicht super leer ist, scheint das hier so ein bisschen manchmal zu respawnen. Habe ich so das Gefühl. Ich kann mich auch irren. Moin! Na, erinnert ihr mich noch? Erinnert ihr mich noch? Erinnert mich. Erinnert ihr euch noch an mich? Alter Schwede, was ist denn los mit mir heute? Ja, ist gut da hinten. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Oh ja, es hat aufgehört zu regnen. Genießen wir die Stille. Oh, herrlich. Okay, wir sind jetzt zwar ganz nah bei Trelis, da wollen wir aber gar nicht hin. Wobei, wir könnten mal gucken, ne? Wie sieht's denn aus? Map. Trelis ist hier, das ist dieses komische Burgensymbol. Finde den Teleportstein zum König. Das ist eine Trelis-Quest. Finde die Robe. Das göttliche Artefakt von Trelis. Der fünfte Tempel. Finde Xardas. Das ist alles irgendwas mit Trelis, erstaunlicherweise. Finde die Robe. Was für eine Robe? Was muss ich wissen? Wir sind hier im Altstädium, eine Tempelstadt des alten Volkes. Bla 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 bla. Keine Ahnung. Ist egal. Egal. Achso, guck mal. Haupt und alle. Hä? Das verstehe ich jetzt hier unten nicht. Egal. Wir gehen einfach jetzt wieder zurück. Also, wir haben jetzt kurz unseren Bauernhof besucht. Tapsen den Berg jetzt wieder runter und gehen zurück, wo wir herkamen. Ruhig etwas mit flotten Schrittes. Und gehen dann in die andere Richtung. Da wollten wir nämlich eigentlich hin. Oh, scheiße. Was ist hier los? Wildschweine und Goblins. Was ist denn hier los? Ich dachte, ich hätte hier das alles schon aufgeräumt. Aber offensichtlich habe ich so ein bisschen was übersehen. Dann wollen wir lieber doch nicht zu schnell rennen. Nicht, dass der nächste kommt und meint, ich hau die mal eben auf die Nase. So, einmal in die andere Richtung. Das ist nämlich eigentlich der Weg, wo wir hingewollt hätten. Aber wie gesagt, ich wollte einmal gucken, was hier so ist. Man weiß ja nie, ne? Haben wir ein paar Höhlen gefunden und so. Wir machen uns dann nämlich gleich auf, wieder hier oben zu diesem Seedingens und dann hier diesen Bereich müssen wir erkunden. Das ist das, wo wir hinwollen. Das ist auch in nahe Silden eigentlich, ne? Aber die Silden-Quest sind, glaube ich, in dem Gebiet. Deswegen lasst euch da nicht von verwirren. Geldern hat dieses Gebiet, Silden hat so dieses Gebiet. Glaube ich jetzt mal. Also ich vermute jetzt aktuell einfach nur. Denn wir müssen ja noch irgendwie einen Tempel finden und sowas, wo wir irgendwelche Ringe rausklauen sollen und so ein Scheiß. Das wird ja irgendwo hoffentlich noch sein. Wir gehen einfach mal gucken. Oh, jetzt ist die Ausdauer weg. Und damals gab es auch schon Ausdauer. Aber da ging die mir nicht auf den Sack irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Einfach mal so ein bisschen die Natur genießen, ne? Ein bisschen in sich gehen. Einfach mal schauen. Da vorne ist wohl offensichtlich, das war jetzt gar nicht so weit, ne? Wenn man einfach schnell rennt, war das jetzt gar nicht so viel Distanz. Da vorne ist auch schon wieder das Haus. Hab ich hier alles eingelootet. Sonnenkraut. Wir haben immer noch keinen Kronstöckel gefunden. Er hat doch gesagt, das ist irgendwo bei der Mine. Aber ich glaube, das ist nicht diese Mine gewesen, sondern weiter hinten eine von den alten Minen. Hatte auch irgendjemand mal in die Kommentare, glaube ich, geschrieben, ne? Ich erinnere mich dann noch an irgendwas von wegen, guck mal bei der Mine. Ich glaube, das ist jetzt auch die Quest, die dazugehört. Grüße gehen nochmal raus an dieser Stelle. So. Geldern ist Silden. Das Silden-Schild ist ein bisschen runtergefallen, habe ich das Gefühl. Egal. So, wir sind wieder auf Kurs. Ich speichere mal wieder zwischen. Wer weiß ja jetzt. Jetzt ist ja wieder unbekanntes Gebiet, wo es jetzt hingeht. Jetzt kann ja wieder alles passieren. Uppala. Engine, du musst dich entspannen. Nicht immer so rumzuckern. Vor allem nicht in den Kämpfen. Da musst du einfach gechillt bleiben. Waldbeere. Du.
noch eine Waldbeere. Und noch eine Waldbeere. Ja, ich habe so das Gefühl, wir können bald einen leckeren Salat machen. Warte, warte, was ist das? Sind die alle tot? Dann war ich hier doch schon. War ich hier schon? Ach ja, doch, das war... Oh mein Gott, ey. Das war der Turning Point, wo ich dann in diese Richtung gegangen bin, statt da lang. Ich nehme alles zurück. Jetzt wird es erst wieder spannend. Okay, los geht's. Da vorne sehe ich auch schon die nächste Höhle. Eine Höhle nach der anderen. Ogerblatt. Oh, ist hoch da. Allzu weit ist das nicht. Ich sehe da unten schon mal viele Goblins. Das verheißt eigentlich Ähnliches für hier oben. Hallo Eidechse, ich tue dir nichts, also ich versuche es. Es kann natürlich sein, dass du mit in einen Kampf verwickelt wirst. Schlange. Okay, hier ist relativ nichts los. Ich bin überrascht. Kero, alles gut? Ich sehe, wie er sich abschlägt und sein Schatten hier an die Wand geworfen wird, während er sich leckt. Gönn dir, Kero. Hauptsache, du drehst nicht am Rad. Das ist das Wichtigste. Zauberwurzel, Zauberwurzel. Also diese Höhle wird nur von Schlangen und Echsen bewohnt. Sonst ist hier aber nichts los. Dafür ist vor der Höhle was los, denn da sind ganz viele Goblins. Und um die werden wir uns gleich mal kümmern. Nachdem wir den ganzen Morgentau eingesammelt haben. So, dann lasse ich euch mal hier in Ruhe, ne? Ich will euch da gar nicht nerven. Ich kümmere mich aber mal um eure unliebsamen Besucher da vorne. Die können euch doch nicht gefallen. Das findet ihr doch selber bestimmt nicht gut. Gehen wir dann mal eben runter. Und dann kloppen wir mal ein paar Goblins zu Klump, du. Auf Galat. Moin, du, ich bin zu Besuch hier. Wie geht euch das? Hallo. Jojojo, scheiße. Ich hatte, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, am Anfang Probleme, mich zu entscheiden, welchen Goblin ich zuerst angreifen möchte. Und das ist gefährlich. Wobei, Alter, wir hauen die ja nur noch so weg. Hier hat sich unser kleiner Ausflug in die Wüste durchaus gelohnt. Knüppel. Dü-dü-dü. Hoppala, nimm ruhig alles mit. Knüppel. Erstmal die Goblins so durcheiern. Lalala. Mana-Pflanze. Jawohl. Das dürfte es auch erstmal gewesen sein. Sonnenkraut. Also die Höhle war nicht so spaßig. Da vorne ist aber gleich noch eine. Oder zumindest ein Durchgang. Mal abwarten, was das ist. Wir können auch hier außen noch lang gehen. Ich glaube, wir gehen aber erstmal in die Höhle. Oder Durchgang. Mal gucken, was das ist. Es könnte auch einfach nur so ein... Es ist nur ein Durchgang. Wo führt der denn hin? Gucken wir mal auf die Map. Ja, okay, das ist Gesundheit. Das ist genau da, wo wir hinwollen. Passt also. Oh, rostiges Schwert. Mongtau, Mongtau, Mongtau. Noch ein rostiges Schwert. Du-du-du. Es regnet schon wieder. Verdammte Scheiße. Ich brauche mal so einen Kein-Regen-Mod. Wer nervt nur? Wollte ich mal gucken, ob es denn jetzt auch gleich wirklich regnet. Ich höre momentan immer nur die Geräusche, aber ich sehe keinen Regeneffekt. Der ist einfach weg. Seitdem ich mich mal darüber aufgeregt habe, ist er weg. Man hört ihn nur noch. Sehr merkwürdig. Zauberwurzel. Ansonsten, der Sound an sich ist ja schön. Hat so ein richtig schönen, schönes, waldiges Regengeräusch. Allerdings unterbricht es halt alle Nase lang, was dann doch etwas stört. So viele Blutfliegen. Oh oh. Oh, Kacke. Wir sind vergiftet worden. Jetzt geht's los. Inventar. Trank gegen Krankheiten. Gegen Gift. In die Figur reinschütten, schnell. Die eine Blutfliege war doch zu nah. Die habe ich nicht gesehen. Die war so am Rand da. Und uns geht auch langsam echt das Gegengift aus, muss man sagen. Das, wuppala, findet man nicht so oft. Habe ich das Gefühl. Ja, Hahn ist gut. Ist gut. Ist gut. So, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann eben fix an dieser Stelle hier einen Break. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und gucken mal, was wir hier so jetzt alles entdecken können. Und bis dahin euch... Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.